So, willkommen zurück zu Part 9 unseres Half-Life 2 Let's Plays. Ich gucke gerade noch mal durch die Achievements hier. Und irgendwie haben wir den Zombie-Chopper nicht mehr. Wie ihr in dem Special gesehen habt, habe ich den definitiv gemacht, aber irgendwie wird er hier nicht angezeigt. Hack-Attack machen wir jetzt gleich noch. Also das wird, glaube ich, nebenbei passieren. Und was hier sonst noch passiert, müssen wir dann auch noch mal gucken. Disintegrate 15 Soldiers, das wird wahrscheinlich am Ende des Levels, des Spiels möglich sein. Aber erst löst man die Mine aus. Das war meine Endline, naja. Ups, das war. Ja, entweder rennt ihr da jetzt stumpf rein und sterbt. Oder. Ups, das war. Könnte auch Heizkörper nach den Dingern werfen. Ist ja schon wieder so viel HP verloren. So ein Dreck. Na egal. Speichern. Oh, mein Hex. Sehr schön. Gibt's noch irgendeinen Gegner? Komm her. Na, macht ihr sie halt kaputt. Ist auch gut. Ach, und jetzt kommt er, ne? Ah, ich hätte eine Waffe in die Hand nehmen sollen. Andererseits könnte ich auch noch versuchen, ihn mit einem der Manhits zu töten. Och, jetzt blockt das Viech mein Manhack weg. Ja, och, Leute. Arsch. Aua. Ah, jetzt müssen wir drei Leute gekillt haben von den fünf, die wir brauchen. Das ist doch alles machbar. Ich hab da hinten schon alles tot. Okay. Sehr schön. Irgendwo Health finden wäre jetzt natürlich eine schicke Sache. Ob's das hat. Hallo. Ja, ihr macht das schon, ne? Ja. Geht mal da hoch. Guckt euch mal um, ob ihr beschossen werdet. Ja. Solange ich keine Manhacks höre, bewarte ich mal hier eine Runde. Ach, von oben kommen sie. Sehr praktisch. Ich brauche nur einen Querschläger quasi abkriegen und bin tot, aber ich habe ja einen schier unendlichen Vorrat an irgendwelchen Lakaien, die sich gerne für mich opfern. Und ich bin doch gerade geneigt, hier das schamlos auszunutzen. Wo war denn da? Ich habe da kein Ding gesehen. Also da geht's eh nicht weiter, scheinbar. Geh mal hier lang. Löst das Ding mal eben für mich aus. Sonst rennt er gleich wieder rein, während ich da durch will. Das würde mir nicht gefallen. Ihr habt mich da schon einmal getötet. Na, guck mal, Freunde. Ich helfe euch wieder, wenn ich mehr Leben habe. Och Leute, lasst euch da von einem Tisch aufhalten. Ist das euer Ernst? Oh fuck. Oh nee, ey. Ja. Gerade.
Technik überhaupt dämlich an. So, komm. Ja, ihr dürft da auch rein und den Typen da drin töten. Mein Gott. Das sah immerhin sehr amüsant aus. Hallo, du stehst im Weg. Ah. Ja gut, sind alle tot. Also ein bisschen intelligenter dürften die Viecher wohl sein. Geht euch schon mal vor, guckt euch ein bisschen um. Müssen wir nicht den Weg versperren. Oh oh. So. Der Typ lästert alle über mich und erzählt, wie toll er das den anderen, den Eli, gefangen genommen hat. Ja, ich halte mich jetzt erstmal hier voll und dann gibt es gleich wieder in die Vollen. Hallo? Wie kann mich denn hier einer killen? Ich hab gedacht, ich hatte meine Freunde, die hier auf mich aufpassen. Ich höre, dass die woanders kämpfen, aber wieso kämpfen die nicht neben mir? Die rennen doch sonst nicht weg. Mann, Mann, Mann. Ach, die Tür kriege ich wieder auf. Nee, das lag nicht an ihm. So schön, dass sie mich mögen, auch wenn ich denen ins Gesicht schieße. So, was habe ich jetzt eigentlich geöffnet mit dem Schalter? Das hier habe ich aufgemacht. Genau. Und der lästert weiterhin über mich im Hintergrund. Gemeiner Sack, ey. Dieser Marine. Nee, hä? Komme ich hierher? Nee, den habe ich. Ah, genau. Ja, so geht das doch. Ihr macht das super. Wenn ihr die Leute tötet, heile ich mich hier mal eben weiter voll. Lalalala. Sehr gut. So, weiter geht's. Ich brauche noch ein paar Man-Hacks von euch. Könnt ihr nicht nochmal irgendwie... Sonst muss ich nachher noch wieder einen Teil replayen. Ups, das war... Hm, Bett. Das eignet sich doch bestimmt super. Wenn man mal treffen könnte. So. Aber trotzdem eignet sich wahrscheinlich nicht so gut. Ach, geh mal aus dem Weg da. Ja, nee, ist klar. Komm. So. So, ja, du darfst da gerne durchlaufen. Ich möchte nicht in die Mine laufen. Obwohl, ich kann dich auch mal ausnahmsweise davon verschonen wahrscheinlich. Ja, wunderbar. So, hier ist nichts mehr. Da ist auch nichts, um mich zu heilen weiter. Ist da noch was drin? Ach nee, da waren wir ja gerade richtig. Speichern wir nochmal und gehen weiter. Könnt ihr nicht nochmal mir zuliebe ein paar Manhacks starten? Ja, komm. Trifft halt auch echt gar nichts. Mit deinem Freund ab, genau. So,
heute noch schicker ist. Können wir die ein bisschen eher anwenden. Ach, ist schon. Na gut. So. Juhu, Energie. Juhu, Energie. Juhu, Leben. Ah, guck mal, das war auch hier ein verstecktes Ding. Und ein kleiner Automat für uns, sehr gut. So. War aber von innen ausgeschildert. Oh, oh. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich überhaupt nicht mag? So, was machen wir denn da? Ach, wie wär's damit? Oh, warte mal. Vielleicht sind wir ein bisschen weiter vom Leib. Genau. Oh. So. Ja, mein Hazard Suit. Heil mich mal wieder. Los. Entgifte mich. Weiter, weiter. Du. Das haben wir alles voll. Da geht's nicht weiter. 99 Leben, 91 Rüstung, 41 Rüstung. Damit kann man noch leben. Mach das mal. Schätzt euer Leben auch nicht sonderlich, ne? Wie so ein Ameisenvolk für die Königin. Oh oh. So, mal hier gucken. Eine Granate drin, sehr gut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Obwohl, die verschwende ich gerade auch ganz schön. Aber ich stehe auch nicht so sonderlich drauf, wieder von den Endlines gekillt zu werden, weil die irgendwo reinrennen. Von daher. Hallo, ich saug dich gerade hier an. Ja. Na komm, so. Naja, lass die Küche da brennen, passt schon. Oh, damit kann man die auch auslösen, cool. Oh oh. Ja, guck mal da vorne hin, ihr macht das schon. Ihr sollt alle hin. So. Jetzt habe ich zumindest schon mal richtig geworfen. So, die beiden auch weg. Schön, schön, schön. Bisschen Energie, sehr gut. Ah. Nein, ist nicht. Mein Gott. So. Hier im Vollheilen. Dann habe ich ja gerade hinter dem Fenster noch Krams gesehen. Da möchte ich auch noch gucken, ob man da irgendwie drankommt. Also ja, kommt man garantiert, aber die Frage ist wie. So. Das Zeug nehme ich. Obwohl das sind nur Kisten, die kann ich wahrscheinlich irgendwie stumpf hier kaputt schließen und mir einsammeln, ne? Da ist nichts Tolles mehr drin. Ah, sieht nicht so aus, als käme man da zu Fuß irgendwie rein. Na gut. Hier oben geht's nicht weiter, oder? Doch, hier geht's raus. Keine Ahnung, wo die Tür. Ups, ist er. Ich hätte natürlich warten können, bis ich mit dem Kampf da fertig sind, aber.
haben wir ja schon festgestellt, dass der Kampf irgendwie nicht so schwer war bislang. Mal gucken, wie das ist, wenn man nur Shotgun benutzt. Ich meine kleinen Lakaien, mögen die nicht gegen andere Guardians kämpfen? So, sehr gut. Oh, warte mal, hier kommt man vielleicht doch hin. Dann will ich da immer eben hingehen, nicht, dass das auch noch als Stelle zählt. Oder geht es hier sogar lang? Jetzt bin ich aber... Dann gucke ich aber trotzdem noch erst in die andere Richtung. Ich will nämlich nicht irgendwas hier verpassen. Wo geht's denn da lang? Ah, hier ist scheinbar zu, da kommt man nicht durch. Da ist auch zu. Hier liegt auch nichts irgendwie lustig hinter. Da müssen wir wirklich da hinten lang. Na gut. War meine Fehleinschätzung, war meine Einschätzung gerade verkehrt. Dass man hier nicht anders hinkommt. Aber gut. Wir hätten es auch so geschafft. Wir haben es auch so geschafft. So, das ist wieder ein lustiger Bereich, wo mir meine Endlines nicht folgen, aus unerfindlichen Gründen. Au. Mal gucken, ob es hier hinten noch irgendwie was gibt. Ah, schon wieder hier, Floating Stones. Okay, das Ding breitet sich aus und wir hätten da nicht stehen bleiben sollen. Ich verstehe. Aber ich möchte ja nichts verpassen. Dann müssen wir hier wohl hoch. Dann gehen wir hier halt hoch. Und Ladescreen. Na gut. So. Auch eine interessante Art und Weise, einen Planeten zu erobern, wenn man solche lustigen Gebäude hat, die sich von alleine irgendwie erweitern oder so. Oh, guck mal, wen haben wir da denn? Wie ist denn Alex hier reingekommen? I'm glad you made it here in one piece. My dad's up there somewhere, in that holding area. It's gonna take some doing to get him out. Let's get out of here. Ja, aber wie bist du hier reingekommen sonst? Ja, gut. So, gibt's hier noch irgendwie was? Nicht, dass wir das... Nee, scheinbar nicht. Ist ja sehr praktisch, dass sie mit ihrem lustigen Werkzeug mit den... oder die ganzen Wege freimachen kann. Kommt mir sehr gelegen. Every now and then a Vortigaunt gets captured and sends back information, but we don't have a complete picture of the place. The little we do know is all bad. Get ready. Now to find my father. Oh my God. These poor people. There. All right, I think I can bring him in. Dann warten wir mal, huh? Ich prüf derweil schon mal eben die Räumlichkeiten hier. Ja, ich dachte, dein Vater kommt jetzt hierher. Ah ja, gut. Ja, ich mach das schon. Du rennst vor und zeigst mir, wo sie sind und ich komme hinterher und trotz sie dann um. Du kannst natürlich auch durch mich durchrennen und mich wegblocken. Das geht natürlich auch gut. Das ist nicht ganz so hilfreich, wie man glauben mag.
Nee. Und hier kommt man nicht rein. Nee. Was brauche ich denn jetzt Hells aufgenommen? Da hier irgendwo was? Naja, weiter geht's. Nix. There he is. Ah. All right. Let me see if I can get this open. Texturen könnten auch etwas hochauflösender sein, aber hey. Spiel ist auch schon ein paar Jahre älter. Believe you found me. Dad, are you all right? I'm fine, but you? You've got to get out of here. We're here to get you out, Dad. Never mind me. Save yourself. No, we're not leaving you. I think I can recalibrate the Combine portal to get us out of here. But where will you go? I talked to Dr. Kleiner. His portal was almost working again. If he's managed to repair it, we'll end up there. If he hasn't, well, we couldn't be any worse off. It's not worth the risk, Alex. I can't lose you. Get out while you can. We're not leaving here without you. That's final. We can't leave Judith here either. Don't worry, Dad. We'll find her. For now, I'm going to send you to the teleport chamber. I'm not saying goodbye, Dad. We'll meet you there. I know you will. I'll see you there, baby. Das klingt ja alles wie ein einfacher Plan. Easy peasy. Let's get out of here. Ja, nach ihnen. All right. Over here. I'm gonna head back to the security station and try to patch into your suit radio. Wait till you hear from me. Ja, mach mal. So, sehr schön. Geh kaputt, du Blöd. Ich will mich zum Narren halten. Hallo. Ja, geht doch. Box, die sich nicht kaputt machen lässt. Ach ja, richtig. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Hey, it worked. Let's see what I can do to clear the way for you. Keep an eye out for Mossman. I'll get my dad through the prison as far as I can, then I'll catch up with you. Sehr gut. Dann mach mal die Tür auf hier. So, erstmal ein Bier. Die Dose ist ja schon auf. Was ist das denn? Die Dose ist auch schon auf. Hallo. Gibt's auch geschlossene Dosen? Ja, das ist ja leer. Na toll. Kackautomat. Oh. Guck mal, das hätte ich fast übersehen, wenn ich nicht mit dem Automaten rumgespielt hätte. Was eine gemeine Position eigentlich. Eieiei. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir schon sehr viele übersehen haben. Was ist dahinter? Ne, nix, okay. Ein Boiler. Boiler Room, das hat also auch schon in Half-Life 2 angefangen, ja? Naja, gut. Alles klar. Hier ist Office. According to the schematics, there should be a vent behind those shelves. Ja, du hast recht. Dann gehen wir halt durch den Vent. Aua. Gemeinheit. Ich bin noch nicht gefrühstückt, ne? Ich auch nicht.
nette Miene habt ihr da. Wäre ja schade. Was habe ich denn Schickes? Oh, so geht's auch. Hallo. Du wirst sterben, wenn ich auf dich schieße. So. Okay, hier haben wir erst nochmal eine einzelne Kiste. Ach, da laufe ich jetzt nicht ganz durch. Okay, ich laufe doch ganz durch. Ja. So. Ein bisschen Munition. Das Gate will ich aber noch gar nicht. Ich will eigentlich gucken, ob ich auf die Seite komme. Oder zumindest, ob ich die Türme da kaputt kriegen kann. Aber ich krieg die Sachen hier auch nicht auf, ne? Ah. Ja, jetzt eine Granate habe, um die da rein zu... Oh, guck mal. Das ist ja praktisch. Oh. Ich wollte nicht selber in die Luft fliegen. Ich wollte sie eigentlich noch schneller durchschießen. Also nochmal. Ja, komm, stirb. So. Haben wir das gekriegt? Jetzt können wir mal gucken. Drei Granaten haben wir jetzt gefunden. Wo haben die denn jetzt her? Naja. So, kann man das da durchziehen? Nee, kann man nicht. Hier kommen wahrscheinlich auch nicht durch das Fenster hier. So, das kriegen es auch nicht weiter auf. Ich weiß halt nicht, wie man jetzt an den Krams da dran kommt. Und ob es vielleicht nachher von der anderen Seite geht. Ich meine, kann ja gut sein, dass wir uns wieder den Weg quasi frei gemacht haben. Aber. Oh, ich passe da nicht durch. Ich weiß nicht, ob es da nachher hingeht. Na, mal gucken. Wir gehen mal weiter. Und wir speichern mal, sonst springe ich mich gleich wieder mit einer Granate in die Luft. Ja, Granaten, wie schön. Ich höre Manhex. Hallo. Ich habe doch keine Manhex. Ah, schon wieder so viel Leben verloren jetzt. Sollte ich vielleicht nicht einfach nur stumpf reinrennen, wie ich es die ganze Zeit tue. Okay, jetzt sind wir schon wieder fast tot. Ah, jetzt weiß ich auch, wo die Lagen fallen. Schönen guten Morgen. Nee, das ist gar nicht die Stelle, die ich gerade dachte. Naja. Mit einer Waffe in der Hand kann man sich meist etwas besser verteidigen, habe ich gemerkt. Vielleicht sollte ich das öfters mal versuchen. Hast du schön gekämpft hinter der Ecke, aber du musst auch rauskommen und schießen, wenn jemand kommt. Wie kriege ich den Schalter? Ne, von da auch nicht. Muss ich da den Schalter rausziehen, aber wie mache ich das? Wie komme ich da dran? Kann er da was durchschmeißen? Nee, ne? Doch. Das flog zu weit. Aber wenn ich das da reinschmeiße, reicht das? Ja, wunderbar. Einen schönen Turm habt ihr hier gebaut. Es gibt oben nichts, was irgendwie rumliegt, wo man dran möchte. Ah, Energie ein bisschen immerhin. Ah, ich hätte aber gerne noch ein bisschen Leben. Boah, du mich auch. Hier ist auch nichts drin. Speichern. 4 HP, 4 HP. Hier aber, guck mal. Oh, das Ding haben wir eh voll. Naja.
So, nochmal speichern. Ich spreche jetzt alle paar Meter, das ist ja. Und meine Maus spackt wieder rum. So, vielleicht hat es ja geholfen. Ja, soweit richtig. Hallo. Ja, das wissen wir jetzt. Man kann nur sprinten, man kann nicht schleichen. So. Die beiden sind tot. Wir speichern. Ja. Ich freue mich drauf. Ach, das ist die Stelle. Ach nö. Was, nur zwei? Oh oh. Ja, erstmal speichern hier. Ja, ich freue mich. So. Ich glaube, ich sollte auch während des Kampfes öfters mal speichern. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir hier ruhig mal sterben könnten. Also, wahrscheinlich mal sterben werden, drücken wir es so aus. Ja, noch ist alles ganz angenehm ruhig, aber das wird nicht so bleiben. Och, ich hab's auch nicht können. Dann halt nicht. Da haben wir schon wieder Leben verloren. Heieiei. Dupdidu. Na kommt. Ah ja, Manhex. Jetzt können wir zumindest das Achievement versuchen. Uah. Von da hinten schießen die auch, Schweine. Nach daneben. Ah, die droppen auch Leben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauche mehr Leben. Drop Leben. Liegt da irgendwo was? Sieht nicht so aus. Ich speichere trotzdem nochmal wieder hier. Kein Leben gedroppt. Aber ich glaube, wir sind einen Kill vom Manhack Achievement entfernt. Sorry, it took me so long. Erschreckt mich doch nicht so. Ich hatte aber auch das, diesen Part noch schwerer in Erinnerung. Habe ich das letzte Mal tatsächlich auf Hard gespielt? Hm. There she is. Wait a minute. How'd she... It's from your area. I'm not calling about that. What's she up to? You promised you weren't going to touch Eli. Oh my god. The soldiers were a bit overzealous, I admit, but he was too tempting a prize to simply turn loose. Especially in the absence of Gordon Freeman. You would have had Freeman if you'd been patient and just waited for my signal. Ugh. We weren't entirely sure you were ever going to get around to that. Human loyalties being what they are. Dr. Br- As I have stated before, you have to let Eli come around on his own. I have known Dr. Vance far longer than you, my dear. I'm afraid your feelings for him may have blinded you. Feelings? This has nothing to do with feelings. It's a simple truth that when Eli believes This is not open to debate, Dr. Mossman.
Doctor, please. Ich glaube, wir haben den Traitor gefunden. Damn her, I don't believe this. Come on, Gordon, now we've really got to hurry. Go on ahead. I'll disrupt the next level of security and catch up with you. Come on, go up ahead. Na gut. So, ich speichere aber nochmal. Schubidu. Ich habe keine Ahnung, ob ich in die richtige Richtung laufe, aber wir werden sehen. Jetzt würde ich aber eigentlich gerne nochmal einen Blick in die andere Richtung werfen, nachdem es hier doch weiter zu gehen scheint. Ob es da noch irgendein Secret oder irgendwas gibt von Lambda oder bla. Oh, ne, hier ist der Weg zu Ende. Naja. Sprint, 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 Sprint. So. So. Ah, eine Rakete, das ist auch schick. Ich habe zwar aktuell noch keine Idee, wo ich die in diesen Nahkampfsituationen hier einsetzen soll, aber okay. Da blitzelt das Wasser etwas, da wollen wir wahrscheinlich nicht rein. Ja. Schöner Headcrab. Die Barnacle, die frisst mich nicht. Mal gucken. Nee, ich will nicht ins Wasser, ich will nur gucken, ob es da irgendwo auch Kisten gibt, die mir was bringen könnten. Sieht aber gar nicht so aus. Aber wenn ich mich recht entsinne, kann man das den Strom hier nicht ausstellen, sondern muss sich hier übers Wasser fortbewegen. Von daher sind die Kisten ja dennoch gut zu gebrauchen. Und noch eine. So. Ja. Dich habe ich schon vorher gesehen. Arschloch. Eigentlich ganz cool, dass sie einem Sachen entgegenschmeißen können, aber das geht einem auch manchmal ziemlich auf den Sack. Weil man kriegt von denen deswegen auch öfters mal auf den Sack. Aber gut. So. Noch eine schöne Kiste da oben. Fast übersehen. Mal wieder. Da ist aber so nichts drin, warum auch immer da die ganze Zeit Strom drauf sein muss. Ja, mal hier weiter gucken. Wo geht's lang? Ah, da oben haben wir noch hier was. Zählt aber auch nicht zu den Lambda-Dingern. Waffe in die Hand, André, ist ja, also, ne? Ist ja grausam, so. Tür auf. Ja, da die 40 Minuten schon wieder ziemlich voll sind, speichere ich an dieser Stelle und danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.